Super. Hallo. Ja, einfach, genau. Dann setzt euch einfach gerne schon hin. Produktmanager bei meinestadt.de und selber mal Organisator der Marketing Horizonte 2011, Julian Walkieser. Wir haben ihn gerade schon in einem Vortrag erlebt und auch er wird jetzt mit auf dem Podium sitzen. Robert Kemper. Zudem Jan Honsel auch mit dabei. Wasser. Und last but not least auch MTP Alumnus und General Manager bei Landor, Alexander Schröder. So, ich lege euch jetzt hier eben nochmal die Mikrofone dahin und dann dürft ihr loslegen. Genau, wunderbar. Genau, Nils, du hattest ja gerade noch gefragt, worüber diskutieren wir denn jetzt eigentlich? Ja, das Thema der heutigen Veranstaltung, unser Leitthema Lead or Die, führt Marketing in Zukunft. Es geht um Führung und wir haben heute schon des Häufigeren den Begriff die digitale Transformation des Marketings in den Mund genommen und darüber gesprochen. Und nun natürlich die Frage, okay, wie verändert denn eigentlich die digitale Transformation die Führung? Zum einen vielleicht die Mitarbeiterführung, aber auch die Markenführung. Und ich würde da direkt gerne an Sie, Herr Mönigan, ganz am Anfang eine Frage stellen. Und zwar, wir hatten heute Morgen in der Studie, die vorgestellt wurde heute, es wurden in dieser Studie ja 400 Studenten befragt, überwiegend eben Marketingstudenten, ob sie sich eben auch vorstellen könnten, eine Managementposition mit Marketingfokus auszuüben. Ja, und die Beteiligung oder die Aussage, ja, das machen wir gerne, voll cool, das ist super spannend, war relativ gering, überraschenderweise. Und jetzt ist eben auch die Frage, ja, wieso ist das eigentlich so? Ist vielleicht gar nicht bekannt, was es eigentlich bedeutet, zu führen, was eine Führungskraft heutzutage eigentlich leisten muss? Oder sind es andere Gründe? Was denken Sie? Also ich denke, das hat zwei Gründe. Zunächst mal ist es nicht so ganz einfach, bei Studierenden das Thema Führung zu platzieren, weil vieles ist noch im fachlichen Bereich. Thema Führung kommt dann mit dem Praktikum und so weiter. Erste Erfahrung, wie geht da denn mein Chef mit mir um im Praktikum? Und insofern ist es nicht so ganz einfach, das Thema zukunftsfähige Führung oder Führung allgemein zu thematisieren. Das zweite ist, glaube ich, dass heute eigentlich niemand so richtig weiß, wie man führen soll. Also wir leben im digitalen Zeitalter. Und führen eigentlich noch nach den Methoden des alten Jahrtausends. Wir haben noch Lifestyle, wir haben noch Führungsstile und so weiter. Und das sind nicht die Anforderungen, die wir brauchen für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob Sie die Brand 1 im März dieses Jahres gelesen haben. Wer hat im März dieses Jahres die Brand 1 gelesen? Mit dem Titel Scheißjob, war genau. Das? Genau, dramatisch thematisiert, genau. Führung, Scheißjob. Und meine These ist einfach die, die Alten, die können nicht und die Jungen, die wollen nicht. Und in der Situation stehen wir gerade momentan. Ja, die Jungen wollen nicht, sie sagen das. Warum könnte das denn so sein? Melina, du bist ja nun Vizepräsidentin des Bundesverbands der digitalen Wirtschaft, hast viel mit digitalen Führungskräften aus dem digitalen Bereich zu tun. Du warst selber lange Zeit auch in Peking, hast sicherlich da auch eine ganze Menge Erfahrungen mitgenommen für deine jetzige Position als Geschäftsführerin der Mobile Marketing Agentur Fetch. Was sind so deine täglichen Challenges, deine täglichen Herausforderungen als sehr junge Führungskraft? Naja, also wie das eben schon angesprochen wurde, im Studium lernt man es halt nicht wirklich. Also Führen ist etwas, was man on the job lernen muss. Also das Studium kann einen inhaltlich auf den Job vorbereiten, aber das war ja auch eben schon die andere Podiumsdiskussion, wo so ein bisschen angedeutet wurde, das Studium gibt einen auf dem Weg, was inhaltlich vielleicht
brauchbar sein wird, aber die ganzen Soft Skills, und dazu gehört Führung eben dazu, das muss man sich anders aneignen. Das kann man durch ehrenamtliche Tätigkeiten oder Vereine oder wie auch immer vielleicht auch schon in Studiumsjahren erfahren, aber letztlich lernt man es dann wirklich erst, wenn man es versucht und da so ein bisschen reinrutscht. Deshalb finde ich es nicht wirklich überraschend, dass die Aussage jetzt bei der Umfrage so ausfiel. Wenn man, also gut, die Ursprungsfrage war ja, was sind da für Herausforderungen und so weiter. Zumindest, also muss man vielleicht dazu sagen, ich leite eine Agentur, das heißt, es ist bestimmt hier interessant, da mal zu vergleichen, was sind so Aspekte von vielleicht großen Konzernen, wie wird da geführt. Du hast eben schon angesprochen, flache Hierarchien, das würde ich sagen, sind in Agenturen zum Beispiel, ist auch so letztlich, aber trotzdem macht das wahrscheinlich eine der Herausforderungen auch. Also mit sehr flachen Hierarchien muss man erstmal lernen, umzugehen. Wie kann man da führen? Teilweise sind die Führungskräfte jünger als die man führt. Ist auch nicht immer einfach. Es gibt da ganz viele Punkte. Genau, wie verändert, also bleiben wir vielleicht mal bei diesem Thema Hierarchien. Wie verändert denn das die digitale Arbeit, vielleicht auch die Digitalisierung, genau diesen Einfluss auf Hierarchien? Und welche Rolle spielt dann die Führungskraft in einem solchen Team? Wolltest du was dazu sagen? Du hattest gerade so gezuckt, Jan. Kann ich gerne machen. Also ich glaube, was dazu auch gehört, und ich meine, ich arbeite jetzt wieder, ich habe das 2000 schon mal gemacht und jetzt wieder in so einer deutsch-amerikanischen Kultur. Und da lernt man immer ganz viel. Ich glaube, Führung sich zu nehmen, ist auch was amerikanischen Kulturen irgendwie näher liegt, weil sie diese Trial-and-Error-Kultur haben. Also wenn du auf die Schnauze fällst, ist nicht schlimm, hast was gelernt, steh auf, mach weiter. In der deutschen Kultur und der deutschen Unternehmenslandschaft ist das ja immer noch eher so seltener der Fall. Ja, und ich glaube, es gibt ganz viele, die auch jetzt so in den jüngeren Generationen vielleicht nicht mehr so heiß drauf sind, Führungsjobs zu übernehmen, weil sie halt auch dieses scheuen mal irgendwie Misserfolg zu haben, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, diese Kultur des probier mal was aus, wenn es in die Hose geht, ist nicht schlimm, du bist hinterher schlauer als vorher, quasi geschafft haben, in unsere Unternehmenslandschaft zu bringen. Ja, und Unternehmen, die unternehmerisch geprägte Kulturen haben oder auch so eine Start-up-Kultur, in der man halt viel mehr ausprobieren kann. Und da hilft natürlich die Digitalisierung. Ja, du kannst halt heute Geld in einen Kanal investieren und du siehst innerhalb von Sekunden, Minuten, Stunden, funktioniert das oder nicht. Ja, wenn du erstmal 20 Millionen für einen TV-Spot auf den Tisch gelegt hast, ist es irgendwie schwierig. Wenn der nicht performt, hast du echt ein Problem. Ja, in digitalen Marketingkanälen kannst du viel schneller gucken, was geht nicht und dann irgendwie anpassen. Und ich glaube, diese Kombination aus Digitalisierung gibt dir viel schneller Feedback. Und das Zweite ist, diese unternehmerische Trial-and-Error-Kultur, wenn du das zusammenbringst, glaube ich, bringt das auch wieder Leute dazu, zu sagen, hey, ich habe da Bock drauf, ich will Verantwortung nehmen, ja, ich will daran lernen, will daran wachsen. Ja, bleiben wir doch auch ganz kurz dabei, wie das jetzt eigentlich aussieht, weil in immer mehr Organisationen, wird die Projektarbeit agiler, die Mitarbeiter organisieren sich immer mehr netzwerkgesteuert, also gerade solche Tools wie Microsoft Office 365, was genau diese netzwerkgesteuerte Organisationskultur ja fördert, führt eigentlich auch dazu, dass die Mitarbeiter vielleicht auch immer mehr eigenes Engagement aufbringen müssen und vielleicht die Führungskraft sogar überflüssig wird. Herr Kemper? Ich glaube, ein entscheidender Vorteil, oder was ich sehe, ist, warum sind wir beim Arbeitgeber-Ranking vorne? Weil wir Vertrauensarbeitszeit haben und Vertrauensarbeitsort. Das heißt, bei uns ist es sekundär, wo du arbeitest. Ich könnte eine Woche am Flughafen sein, sondern die Resultate, wir nennen das Impact, die Wirkung ist wichtig. Und das ist ortsunabhängig und wir vertrauen unseren Mitarbeitern, dass sie ja, die Zeit, die sie im Job, und das ist schon eine gewisse Zeit und ein Invest, dass sie das bestmöglich machen. Insofern Vertrauenszeit, Vertrauensarbeitsort, und ich glaube, ich bleibe bei dem Bild Herz und Kopf. Ich glaube, eine Führungskraft muss
gut analysieren können, was sind die Stärken und Schwächen des Mitarbeiters, um ihn zu fördern und auch mit Empathie, mit einem Herz, um ihm früh auch große Schuhe anzuziehen, sozusagen delegieren. Und ich glaube, wenn man nicht nur auf den Kunden, sondern auch auf seinen Kollegen, Mitarbeiter hört, ja, zuhören ist da ziemlich wichtig, dann wird man erfolgreich sein. Braucht man also eher Leader, also weniger Manager? Akustisch? Braucht man also eher Leader und weniger Manager? Ich glaube, also definiere Leader und Manager. Leader ist jemand, der für mich eine Vision ausarbeitet, der Leute qua sozusagen, er betritt einen Raum und der Raum ist gefüllt. Ja, das ist für mich ein Leader, das ist ein Visionär. Manager ist jemand, der den Erfolg kontrolliert, get things done, sozusagen dranbleibt. Und ich glaube, je nach Ausprägung brauchst du das eine als auch das andere. Persönlich fühle ich mich eher inspiriert, wenn ich diese Leader-Führungspersönlichkeit habe. Aber aus der täglichen Arbeit gesprochen, musst du natürlich auch Managementqualitäten haben. Also du musst Projekte nachhalten können, etc. Aber ich glaube, je nach Unternehmen und auch je nach Lebenszyklus, in dem du dich gerade befindest, ist mal die eine oder die andere Fraktion eher gefragt. Mhm. Oder die Eigenschaft eher gefragt. Herr Mödinger, Sie haben genickt, genau. Also, was wäre, wenn wir mal drüber nachdenken, dass jeder Mitarbeiter ein Leader wäre? Ja. Das wäre doch schön. Wäre ein gutes Gefühl, gute Vorstellung. Jeder ist eigentlich geboren mit unbegrenzten Ressourcen, Dinge zu lösen, als Mensch, als Person. Und wir knechten den immer, indem wir immer nur auf das Defizit schauen. Wie weit ist er noch davon entfernt? Also wenn wir jetzt mal den Blickwinkel ändern würden, würden wir sagen, eigentlich sind es ja alle Leaders, wir müssen sie nur zulassen, dann hätten wir doch eine große Chance. Jetzt kann das nicht willkürlich passieren. Ich mache die Erfahrung an meiner Hochschule, an meinem Institut, was ich leite, dass wir einfach eine Begleitung brauchen, ein Coaching. Gegenseitiges Coaching. Ich kenne Konzepte, wo zum Beispiel Masterstudenten, Bachelorstudenten in ihrer Karriereentwicklung coachen, professionell coachen, aber auch unter Führungskräfte bzw. mit Führungskräften und mit den Teilnehmern selber. Vielleicht kann ich mal ein Beispiel geben, wie das so im Konkreten aussieht, dieses Thema Coaching, die Begleitung, die Ressource entwickeln, die in jedem drinsteckt. Ich mache mit meinen Studenten eine Veranstaltung, nennt sich Responsible Management, und wir lassen gegenseitig uns selbst Kompetenzen einschätzen, und eine Kompetenz ist eben, wie gehe ich mit Wissen um? Und einer meiner Studenten hatte angekreuzt, er hat das Gefühl, nicht genügend zu wissen. Und dann habe ich gedacht, der hat ein Turbo-Abi, der macht Bachelor, der macht im Grunde genommen x Projekte. Er war sehr stark im Schnitt beschäftigt, also im Filmschnitt, und hatte das Gefühl, ich weiß nicht genug. Vielleicht gibt es hier auch Studierende, die sagen, ich weiß nicht genug. Und jetzt sind wir ins Gespräch gekommen und haben gesagt, bitte, nicht nur Studierende? Genau, nicht nur Studierende sind in der Situation. Und jetzt, wie lösen wir das sozusagen? Ich habe dann diesen Studierenden einfach in die Gruppe mit hineingenommen und habe gesagt, jetzt stell dir mal vor, der Wim Wenders kommt auf dich zu und will einen Film mit dir machen. Und jetzt ist das Jahr 2017, du hast den Film gemacht, du stehst auf dem roten Teppich neben Wim und jetzt kommt dein Name im Abspann. Wie fühlst du dich? Und dann sagt er plötzlich, ich fühle mich stolz. Und diese Energie, diese Ressource zu wecken, stolz zu sein auf das, was man weiß und nicht das Defizit zu sehen. Ich glaube, das ist die herausragende Anforderung an Führung heute. Mhm. Julian, du warst ja selber, hast die Marketinghorizonte organisiert im Jahr 2011 und bist jetzt eben Produktmanager, beschäftigst dich eben viel mit neuen Produkten, mit Innovationen, bist auch als Blogger unterwegs. Was, inwiefern ist für dich Führung und Markenführung oder die Führung von Innovationen ein Thema und was, inwieweit stellst du das jeden Tag fest, was brauchst du da für Kompetenzen, um genau das zu bringen? Ich glaube, vorhin fiel der Begriff T-shaped und vom Herrn Kirchgörg. Es geht darum, dass du tief in einer Materie bist, aber weit gefächert kommunizieren kannst. Und das ist in Zukunft eigentlich die Herausforderung. Nur, jetzt schmeiße ich nochmal ein bisschen Extreme mit in den Topf. Es geht eigentlich nicht mehr nur noch um T-shaped, sondern darum, wie führe ich vielleicht sogar Leute, wo ich gar nicht weiß, ist das eine Person. Beispiel Go Butler. Ich weiß nicht, wer es kennt. Wer kennt es nicht?
Okay, einige. Es ist ein Tool, um vielleicht ein Assistant-Tool. So. Das heißt, ich kann SMS schicken, ich hätte gerne Pizza heute Abend und dann antwortet dir jemand, was denn für eine Pizza und so weiter und so fort. Und ich weiß, in dem Moment habe ich vielleicht das Gefühl, da ist eine Person dahinter, es könnte aber auch ein Algorithmus sein. Und das ist eigentlich der nächste Schritt, das, was interessant jetzt wird. Und da ist T-Shaped, ist gut, ist wichtig, aber interessant ist es in Zukunft wirklich Leute führen zu können, wo man gar nicht weiß, ist es jetzt eine Person oder ist es ein Algorithmus. Weil wir immer mehr auch mit Algorithmen kommunizieren. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich unsere nächste Herausforderung. Also ich weiß es gar nicht mehr, wo es jetzt war, in China wurde jetzt der erste Computer mit in den Vorstand genommen, beziehungsweise ein Algorithmus. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das ist der nächste Schritt. Okay. Alexander, du als Markenstratege, stimmst du dem zu? Jetzt pauschal ja oder pauschal nein? Also ich glaube, wenn wir über Führung reden, dann ist das ein sehr, sehr deutsches Phänomen. Ich merke, also Jan hatte gerade gesagt, im amerikanischen Kontext ist es was komplett anderes. Also ich glaube, Führung ist in erster Linie eine Haltung, und da haben wir jetzt gerade in der Digitalen, glaube ich, was ganz interessant ist, dass wir als Deutsche in so eine unkomfortable Situation kommen, mit Unsicherheit umzugehen, mit Versagen umzugehen. Da sind wir ja sehr, sehr deutsch geprägt. Alles, was unsicher ist, wollen wir nicht machen. Deswegen gibt es ja auch keinen Mut, deswegen gibt es ja auch keine Leute, die vorausgehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolglos ist, wesentlich größer ist, als dass man erfolgreich ist. Führt dazu, dass man komplett geblockt ist. Ich glaube, das haben Softwareunternehmen, digitale Unternehmen uns voraus, dass sie Scheitern zulassen und wie schon gesagt wurde, Scheitern was Positives ist, weil es mir nämlich eine Lernchance gibt. Und ich glaube, in dem Moment, wo Führung darauf aus ist, dass wir gemeinsam stolz sind auf Sachen, die wir gemeinsam tun, dann entfacht das genau diese positive Energie, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Das heißt, als Führungsperson muss ich auch lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Es wurde gerade gesagt, die Alten können es nicht, die Jungen wollen es nicht. Es ist eine Frage, wann ist man alt, wann ist man jung, aber ich glaube, vielleicht so in der Mitte sind wir hier überwiegend, um beides zu verstehen. Bedeutet, ich muss loslassen können, ich muss Versagen nicht als Versagen deutsch interpretieren, sondern als Lernmöglichkeit verstehen und eben mit diesem Constant-Beta-Mindset, der in der Softwareentwicklung völlig selbstverständlich ist, das auch auf so eine deutsche Managementkultur übertragen. Da haben Amerikaner, Asiaten bedingt, wesentlich weniger Schwierigkeiten mit und stehen ganz schnell wieder auf und können dann positiv vorangehen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Marken auszeichnet. Marken haben genau diese positive Kraft. Es wurde gerade, ich habe nur den einen Vortrag gehört, so wir kommen weg von der Markenstrategie. Ich glaube, es ist genau andersrum, weil Marken nämlich genau diese Kraft entfalten können, das Große aufzuzeigen, das Attraktive auszuzeigen, Identifikation schaffen, dass wir stolz sind. Herr Kemper, Sie sind sehr stolz, für Microsoft zu arbeiten. Das ist eine ganz tolle Marke. Und das ist für mich der Beweis dafür, dass wenn wir an etwas glauben, wenn wir gemeinsam an einer Sache arbeiten, mit allen positiven, negativen Aspekten, dann wird Führung möglich, dann wird es erstrebenswert und dann werden wahrscheinlich auch in einigen Monaten bei einer gleichen Studie mehr Leute sagen, das finde ich toll, Führung ist möglich und ich muss nicht alles overengineeren, ich muss nicht perfekt sein. Und wenn man das jetzt, ach genau, Melina, wolltest du was dazu sagen? Ich will gern. Ja, ich wollte da noch gerade mal anknüpfen. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum eben die Alten nicht können und die Jungen noch nicht wollen, weil wir uns gerade in dieser Transition-Phase befinden, wo eben noch nicht alle Unternehmen so denken wie Microsoft und flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte wirklich auch vorgeben. Das hört man immer mehr, vor allem im digitalen Bereich. Aber wenn man jetzt mehr zu klassischen Unternehmen oder Branchen guckt, die eben nicht so digital strukturiert sind, da sind die Möglichkeiten oder die Tools noch nicht so umgesetzt. Aber die Generation, das sind ja die gleichen Leute, die auch in die traditionellen Unternehmen jetzt einsteigen. Das heißt, es sind vielleicht noch, es muss noch etwas geschehen, damit die Jungen merken, wir bekommen mehr Responsibility, wir bekommen mehr mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, also genau, Verantwortung und so weiter,
man wird da so hingeführt. Das heißt, ich glaube, dass auch eines der Elemente, was eben in der Zukunft oder auch jetzt schon teilweise in diesen Führungs- oder Arbeitswelten neu ist, ist eben, dass man von vornherein um diese diese Flexibilität anzubieten, muss es ein zielgerichteteres Arbeiten sein. Das heißt, man bekommt schon als relativ Junior-Mensch bestimmte Ziele vorgesteckt und wird nicht mehr so kontrolliert. Dann, wenn man das mal ein paar Jahre gemacht hat, wird es relativ natürlich sein, wenn man denn dann so gestrickt ist, dann auch eine Führungsposition da so reinzurutschen, weil man schon von früh an gelernt hat, mit solchen Zielen umzugehen. Aber ich glaube, dass man da hereinrutschen wird. Genau, ich hätte noch gefragt, wer sind denn sozusagen diese Treiber dieses, wer im Unternehmen, in der Organisation sind die Treiber dieses Change-Prozesses, der ja da passiert, der auch passieren muss. Viele gerade traditionelle Unternehmen, die stehen unter einem gewissen Druck auch, weil digitale Unternehmen wie Pinterest da im Endeffekt auch vorbeiziehen. Würdest du mir da zustimmen? Ja und nein, aber nochmal, bevor ich deine Frage wieder beantworte, ich glaube, was ein Konzept ist, womit wir uns als Deutsche nicht so leicht tun, und ich habe das jetzt in den letzten 12 Monaten auch wieder irgendwie erlebt, wir sind halt doch immer noch sehr von so einem hierarchischen Führungsverständnis geprägt. Und also ich sag mal, Matrix-Organisation oder vor allem sogar weg von der Matrix hin zu so einem flexibel fachlichen Führungskonstrukt, da tun wir uns echt schwer mit. Also mein direkter Chef ist jetzt immer noch derselbe, aber quasi dessen Chef und damit quasi noch mehr determinierend der Gesamtkonstruktion habe ich jetzt den dritten innerhalb von 12 Monaten. Was daran liegt, dass wir uns auch immer nach Gegebenheiten und gerade relevanten Top-Prioritäten auch umorganisieren. Und wenn du das in Deutschland machen würdest, dann wäre, glaube ich, der Laden erstmal für ein Jahr gelähmt, weil alle versuchen erstmal zu verstehen, was heißt denn das jetzt, wo bin ich denn jetzt aufgehängt? Und die Amis sind da so, ja, scheißegal, komm hier, ab morgen ist Gene jetzt hier, the man. Und alle sagen, yo, Gene, alles klar. Und es ist auch egal, ob du jetzt irgendwie, wie alt du bist, was du vorher gemacht hast, sondern es zählt eigentlich nur, es gibt eine Teamkonstruktion, in der kann sogar quasi der hierarchisch Niedrigste auf einmal fachlich führend der Leader sein, weil es genau die Skills, weil er die Skills hat, die jetzt gerade gebraucht werden. Und das kann sein, dass wir in 4 Monaten wieder eine völlig andere Konstruktion haben, weil eine ganz andere Challenge da ist, die irgendwie gelöst werden muss. Und das ist halt für unser deutsches Führungsverständnis irgendwie total schwierig, weil es ist halt so, Chef und Chef irgendwie hat dann irgendwie was gesagt und danach orientiert man sich ja auch. Und sich immer auch nach quasi von Rangniedrigeren was sagen zu lassen und das total gut zu finden, weil es dich ja weiterbringt im Endeffekt, ist halt auch etwas, was man erstmal irgendwie verdauen muss. Und das bringt halt auch so eine gelernte Kultur und gelernte, auch so nonverbale Kommunikation, so nicht niedergeschriebene Richtlinien, die haben ja alle was damit zu tun, wie so eine Führungskonstruktion funktioniert. Und da muss man sich erstmal zurechtfinden. Herr Mönniger? Ja, genau. Das Punktesystem gilt natürlich weiterhin. Sie haben gerade gesagt, man rutscht da jetzt so genau, also gerade so rein durch die digitale Wirtschaft und Führungskulturen und so weiter. Ich würde für 2 Dinge plädieren. Ich würde plädieren, dass man alte Zöpfe abschneidet. Der Führungsbegriff ist eigentlich etwas, wo aus dem letzten Jahrhundert kommt. Wir alle wissen das, der aus der Kriegskultur und aus dem Kriegs- und strategischen Thema kommt. Führen wir heute noch Kriege? Brauchen wir noch den Führungsbegriff, so wie er besetzt ist, aus dem 19. Jahrhundert? Wir haben auch die digitale Technik abgeschafft, oder? Und haben die analoge Technik abgeschafft, so rum, genau. Ja. Entschuldigung. Also, genau, wo sind deine Worte? Also die Frage ist, warum können wir in diesen kulturellen, sozialen Verhaltensthemen nicht etwas abschaffen, was eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist? Weg von einem Führungsbegriff hin zu einem Begriff, der vielleicht Engagement heißt, Begleitung, Team, und dass wir uns gar nicht mehr an dem Thema Führung aufhängen, an dieser Begrifflichkeit, das ist für mich old, das ist für mich out, und ich würde gerne versuchen, einen neuen Begriff zu finden, der nicht mit diesem alten Thema Führung aus dem letzten Jahrhundert besetzt ist. Ich habe noch keine Antwort, sondern das ist das Zweite.
Wir haben ja diese Initiative Zukunftsfähige Führung gegründet und wir versuchen einen Weg mit Young Professionals und mit älteren, erfahrenen Führungskräften. Und wir gehen rein und haben verschiedene Workshops oder auch Konferenzen wie die Ihre heute und wir sagen, wir haben eigentlich keine Antwort, aber wir haben eine Frage. In welcher Welt möchtest du leben und was erwartest du von den Führungskräften, die dort führen? Und dann bringen wir die jungen Kreativen, die noch nicht wollen, und die alten Erfahrenen, die nicht können, zusammen und fragen einfach im Dialog, was ist eigentlich unsere Antwort auf die Zukunft? Wir haben nicht die Antwort, sondern wir erarbeiten die gemeinsam im Dialog. Und das würde ich mir auch für die Unternehmen wünschen. Ich glaube, das ist ein Format, was man auch im Unternehmen machen können. Das sind so Dinge, wir nennen das umgekehrter Dialog oder Reversed Mentoring. Und ich glaube, solche Techniken ganz einfach im Unternehmen einzuführen, dass man voneinander lernt, die nachwuchsführenden Kräfte mit ihrer Kreativität und die Erfahrenen und daraus eine neue, sage ich es wieder, Führung schafft, Führungsmodelle schafft, das wäre mein Wunsch. Ganz kurz, Stichwort Dialog, ich würde es nämlich gerne mal aufgreifen und hier auch mal die Möglichkeit geben, dass aus dem Publikum auch mal Fragen oder vielleicht auch Anregungen kommen können. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge verschiedener Anregungen gehört. Gibt es denn Fragen, Anregungen, Beteiligung? Da hinten? Wo sind die Microphone Runner? Hört man mich? Ja. Ich wollte fragen, wenn man eben diese beiden Seiten zusammenbringen will, also etablierte Unternehmen, etablierte Hierarchien, und eben die jüngere Seite, wenn man so ein ganz plakatives Beispiel nimmt, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Berater für Versicherung und die Versicherungen sind gerade irgendwie dabei, Konkurrenz im Vertrieb zu bekommen durch Apps, die für einen den Versicherungsabschluss regeln. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine deutsche Versicherung nimmt, die ja vielleicht jetzt nicht wirklich, was Digitalisierung angeht, auf dem neuesten Stand sind, woraus, aus welcher Position wird jetzt dieser Dialog zwischen diesen neuen Dingen, die wir haben und eben den alteingesessenen Hierarchien und Strukturen in Gang gesetzt? Also woher soll die Veränderung im Unternehmen kommen? Wer hat da die Rolle? Das ist ganz einfach, von den Ressourcen, von den Potenzialen, die im Grunde genommen im Blick auf die Veränderung der Zukunft liegen. Die Jungen haben die Kreativität, die können ganz einfach mit den neuen Apps und so weiter umgehen, auch in der Versicherungsbranche, aber die Alten haben Erfahrung, Menschenkenntnis. Und wenn wir das jetzt nicht gegeneinander ausspielen, wieder nicht Defizite aufbauen, sondern im Grunde genommen Gemeinsamkeiten, dann finden wir gemeinsame Lösungen, die in der Zukunft liegen. Also für mich ist es die Ressource und ich erlebe das in vielen, vielen anderen Reverse-Mentoring-Projekten in der Industrie, dass junge Absolventen reinkommen, Social Media erklären, erfahrenen Führungskräften, die erfahrene Führungskraft im Grunde genommen einfach Wege ebnet. Der Dialog macht es. Der ist im Grunde genommen die Ressource, dass man sozusagen transparent, dass man offen, ehrlich miteinander umgeht. Und ich würde die Alten nicht abschreiben. Die haben Menschenkenntnis, die haben Erfahrung, die sind alte Füchse. Warum soll ich die im Grunde genommen mit ihrem Erfahrungswissen abschreiben und nur die Junge ranlassen? Es kommt auf den Dialog, auf das Miteinander an. Wie kann man diesen Dialog vorantreiben? Auch ganz einfach. Wir stellen Fragen und antworten nicht. Also wir stellen zuerst die Frage, also wir können nicht in ein Podium rein und sagen, ich habe die Antwort, jetzt könnt ihr fragen, sondern wir stellen einfach einen Workshop her und fragen gemeinsam nochmal die Wiederholung. Also wie stellt ihr euch die Zukunft vor, im Vertrieb, in der Versicherung oder sonst wo? Und wie werdet ihr im Grunde genommen Lösungen suchen im Dialog mit der nachwuchsfolgenden Generation und mit der erfahrenen Generation? Ich mache zurzeit ein Projekt mit den krankenärztlichen Versicherungen, den KV. Die hatten ein Monopol, wunderbar. Heute ist das Monopol mit den Abrechnungen der niedergelassenen Ärzte aufgehoben. Es gibt private niedergelassene Ärzte. Wir sind heute in Diskussionen mit großen Weltwirtschaftszentren, TTIP. Und wir sind in der Diskussion, was passiert eigentlich, wenn Inder oder Amerikaner darauf kommen, eine Abrechnung von einem niedergelassenen Arzt online zu machen, wie Uber. Was passiert dann mit der Masse an Kunden, die die KV hat? 11 Millionen,
Groß sein ist nicht alles, sondern im Grunde genommen die Fähigkeit zu sein, sich anzupassen an Entwicklungen, das ist im Grunde genommen das Entscheidende. Weitere Fragen? Genau, gerne. Die zwei. Funktioniert nicht. Einmal die zwei, wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ich würde gerne einen Begriff in die Runde werfen. Sie haben vorhin gesagt, die Alten können es nicht, die Jungen wollen nicht. Und selber gesagt, Sie haben noch keine Lösung. Ich würde einen Begriff bei den ganzen Chiefs, die es gibt, Chief Marketing Officer, hier in die Runde werfen, der heißt Chief Respect Officer. Ich persönlich glaube, dass unabhängig von analogen Geschäftsmodellen, digitalen Geschäftsmodellen, dem Lebensalter eines Mitarbeiters, eines Managers, einer Führungskraft, um den Begriff zu benutzen, das Thema respektvoller Dialog, gemeinsame Entwicklung von Ideen, extrem wichtig ist. Und das ist unabhängig von irgendwelchen Altersgrenzen die Grundsubstanz, von der ich glaube, dass sie Fortschritt in jeder Company ermöglicht. Vielen Dank. Eine Anmerkung. Der Respektbegriff ist ein ganz interessanter. Weil wir dann nämlich auch ganz unterschiedliche Antworten auf die Frage haben, was ist eigentlich Respekt? Und da kann ich mich an Dialoge mit Kollegen erinnern, die dann gesagt haben, ich arbeite hier seit 20 Jahren in einem Unternehmen und ich erwarte, dass die jungen Leute Respekt vor meiner Lebensleistung haben. Nicht vor meiner Lebensleistung, aber vor meiner Karriere, vor dem, was ich hier erreicht habe. Und genau dort ist wieder der Knackpunkt, wo wir mit Begriffen wahrscheinlich nicht zum Ziel kommen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir wertorientiert denken. Werte ermöglichen ja genau diese präzise Unschärfe. Etwas, was Marken seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden, da werde ich nachher vom Dessert noch was zu sagen, ja genau geschafft haben, dass sie gar nicht so präzise sind, wie wir es eigentlich heute von Führung erwarten, als Deutsche. Wo wir sagen, okay, gib mir ein klares Ziel, sag mir, wie ich es erreiche und ich schaffe das. Wenn ich Glück habe, sag es mir nicht, wie ich es erreichen soll. Aber das klare Ziel bleibt. Und ich glaube, genau das muss der Führer heute anders leisten, weil er es gar nicht weiß, was das Ziel ist. Das wird sich im Prozess ergeben. Respekt ist absolut richtig, bedeutet aber auch wieder, dass ich eine Hierarchie in Frage stelle. Denn auch eine gezielte Respektlosigkeit. Also ich nenne mal ein konkretes Beispiel, wie wir eine Sache durchbrochen haben. Wir haben einfach ein Org-Chart nicht mehr an die Wand gehängt, weil nämlich die Leute gesagt haben, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich fragen muss, um etwas zu tun. Dann sind dann Kollegen, die kommen aus dem Ausland, die sagen ganz frech mit 20, don't ask for permission, ask for forgiveness. Und die führen halt automatisch. Also die gehen einfach einen Schritt voran und zeigen uns Deutschen, aus der Reservezone zu kommen. Und das ist ganz spannend, dass vielleicht ist das, weiß ich nicht, vielleicht ist es Teil des deutschen Bildungssystems, dass wir so trainiert sind zu funktionieren, so trainiert sind, keinen Fehler zu machen, nur so tief drin, da, solange wir uns nicht am eigenen Schopf da rausreißen, werden wir immer wieder in die gleichen deutschen Kulturfallen treten. Wenn ich einen Org-Chart an die Wand tue, dann gucken die deutschen Kollegen drauf, bei uns arbeiten 15 Nationen im Büro, wir sind also relativ durchgemischt, die Deutschen schauen sich alle einen Org-Chart an oder haben sich das angeschaut, den Ausländern war das vollkommen egal, weil das für die überhaupt gar keine Entscheidungsdimension war. Die gehen auch nicht mit einem besonderen Respekt vor älteren Leuten, sondern die gehen ganz einfach, Dudeskultur, gehen hin, sagen, du, was du da gerade gemacht hast, fand ich echt blöd, so kannst du mit denen nicht umgehen. Und genau auch da wieder mit dieser Kritik umzugehen, nicht nur einer inhaltlichen, einer fachlichen Kritik, aber auch einer menschlichen Kritik, das ist die Basis, um überhaupt eine Respektskultur zu haben, um damit auch Fortschritt möglich zu machen. Genau, Jan, dich wollte ich sowieso gerne direkt fragen. Du wolltest was dazu sagen? Ja. Also zu dem, was Alex gesagt hat oder auch was Matthias gerade gesagt hat, ich glaube, was man wahrscheinlich im Kopf oder was man hinkriegen muss, ist den Shift von Lead zu Drive. Also Drive ist viel wichtiger. Und es ist total befreiend, ja auch für Führungskräfte, wenn nicht immer an sie die Erwartung gestellt wird, in allem alles zu wissen. Ja? Heute Morgen die Diskussion, es wird in Zukunft wahrscheinlich, der CMO wird nicht mehr alle Disziplinen komplett verstehen und beherrschen können. Das ist einfach so. Und es ist, glaube ich, total befreiend auch für diesen armen Menschen, wenn er irgendwann sagen kann, ey, ganz ehrlich, RTB, habe ich keine Ahnung von. Ja, hier ist der Kollege oder die Kollegin Müller, die hat jetzt hier das Wort, Abfahrt, ich ziehe mich da jetzt zurück. Und alle anderen, die entweder auf dem gleichen Hierarchie oder auf anderen Hierarchieleveln sind, für die ist das total okay und für diesen Menschen ist es total okay. Also weg von diesem Lead, was immer ja in unserem Kulturkreis immer was mit Hierarchie zu tun hat, hin zu einem Drive, was zu tun hat mit situativer und fachlich induzierter Führung. Da war noch eine Frage, genau. Vielen Dank.
Ja, ich würde an diesen Gedanken gerne anknüpfen, weil ich arbeite in einer Industrie, die ist sehr konservativ, das ist die chemische Industrie. Und ich habe in den letzten 10 Jahren gelernt, dass das eine Industrie ist, die sehr stark über klassische Führungsmechanismen, Incentive-Systeme, Zielvereinbarungen und so weiter und so fort funktioniert. Aber ich muss jetzt hier wirklich in dem Umfeld mal sagen, dass das, was ich wirklich über Führung gelernt habe und was für mich wirklich wichtig war und was mich aus meiner Sicht als Führungskraft erfolgreich macht, wirklich das ist, was ich bei MTP gelernt habe. Und da ist wirklich der Punkt, wirklich nicht nur den Kopf, sondern das Herz zu erreichen. Ich habe nämlich gelernt, dass diese ganzen traditionellen Führungsmechanismen alle Strohfeuercharakter haben. Ich kann jemandem einen höheren Bonus geben, ich kann jemandem einen höheren Grade geben. Das ist dann was, was ihn kurzfristig zufriedenstellt. Aber wirklich erfolgreich bin ich dann, wenn ich die Herzen der Menschen anspreche und wenn ich es schaffe, über einen längeren Zeitraum hinweg Leute auf ein Ziel einzuschwören und dieses wirklich leben zu lassen. Und wenn man so eine Veranstaltung wie hier organisiert, dann ist man darauf angewiesen, das so zu machen, weil man eben die Leute nicht, weil es freiwillig ist, weil man eben die Leute nicht mit einem größeren Bonus locken kann. Und wenn man das schafft und so eine Veranstaltung wie die hier auf die Beine stellt, dann schafft man das auch später erfolgreich in einem Unternehmen. Ja, aber. Vielen Dank. Ich glaube auch, dieses Thema der bei MTP Mitgliederführung, Mitarbeiterführung kann man eben auch auf die Markenführung, auf die Führung des Marketings übertragen. Und vielen Dank, der Name nochmal bitte. Markus Himmelsberger. Der Name sagt mir was, jetzt habe ich auch ein Gesicht dazu. Perfekt. Ach genau, Alexander, wenn du gerne... Dazu würde ich gerne was sagen. Die chemische Industrie, die du gerade angesprochen hast, hat ja wahrscheinlich eine sehr deutsche Führungskultur. Aber auch die deutschen ingenieursgetriebenen chemischen Unternehmen lernen ja langsam, dass sie da Aufholbedarf haben. Und wenn genau diese vielleicht sogar über 100.000 Leute, die in dieser Organisation arbeiten, sich morgens die Frage beantworten können, warum tue ich das eigentlich? Und dass der Sinn des Ganzen größer ist als der Unternehmenszweck, dann beginnt so etwas wie Stolz. Dann merke ich auf einmal, dass chemische Industrie vielleicht der Rückgrat unserer Gesellschaft ist, ganz, ganz viele positive Aspekte hat, genauso kritisch natürlich mit den Negativen umgeht. Und daraus entwickelt sich dann genau diese innere Energie des Unternehmens, die 100.000 Menschen innerhalb der Organisation und außerhalb der Organisation wirklich stolz macht. Und das Spannende, und du hast es gerade angesprochen, diese Kraft ist viel, viel wertvoller als all das Geld, was man in den Taschen hat. Wenn man es gut macht, wird das Geld dadurch natürlich noch mehr. Viele, viele junge Startups zeigen das, denn das ist das, was Leute wirklich wollen. Das haben wir so ein Stück weit verlernt. Da sind andere Kulturen wieder vielleicht ein bisschen fortschrittlicher, was ein modernes Wertesystem angeht. Wir sind ja ein Stück weit degeneriert, also wir sind ja konsumdegeneriert und haben ganz vergessen, worum es im Leben eigentlich geht. Auch da, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die gerade einen Praktikumsplatz suchen, die ihren ersten Job suchen, die fragen mich, was kann ich lernen? In Deutschland fragen sie, welche Karrieremöglichkeiten gibt es? Und das zeigt, wo das Problem ist. Und das zeigt, wo dieses Paradoxon ist, was wir auflösen müssen, was Führung einerseits kann, aber jede Generation, jede Kultur hat natürlich auch nur die Führung, die sie verdient. Und so ist es sicher ein beidseitiges Spiel, einfordern zu scheitern, einfordern zu lernen, aber auch dafür Verantwortung zu übernehmen. Und das vermisse ich ein Stück weit an vielen, auch jungen Leuten, zu denen ich ja auch gehöre. Auf der einen Seite eine lange Wunschliste, auf der anderen Seite aber nicht den Mut, wirklich für etwas einzustehen. Es gibt Gott sei Dank ausreichend gute Leute, das sind die guten Leute, die dann auch zu Microsoft und zu uns allen kommen sollen. Sie sind aber noch in der Minderheit und das entscheidet jeder für sich selbst. Möchte er führen, möchte er die Zukunft gestalten, möchte er stolz auf die Arbeit sein oder möchte er einfach nur einen Job machen? Ja. Jetzt reden wir viel über Führung, aber entkoppelt von Marketing eigentlich. Darauf wollte ich auch. Und da gibt es auch einen Konsens, es geht um Zuhören, es geht um Respekt. Im Prinzip genau das Gleiche, was die Marketer in Zukunft auch machen sollten. Gut analysieren können, was sind die Stärken und Schwächen des Mitarbeiters, um ihn zu fördern und auch mit Empathie, mit einem Herz, um ihm früh auch große Schuhe anzuziehen, sozusagen delegieren. Und ich glaube, wenn man nicht nur auf den Kunden, sondern auch auf seinen Kollegen, Mitarbeiter hört, ja, zuhören ist da ziemlich wichtig, dann wird man erfolgreich sein. Braucht man also eher Leader, also weniger Manager? Akustisch? Braucht man also eher Leader und weniger Manager? Ich glaube, also definiere Leader und Manager. Leader ist jemand, der für mich eine Vision ausarbeitet, der Leute qua
qua sozusagen, er betritt einen Raum und der Raum ist gefüllt. Ja, das ist für mich ein Leader, das ist ein Visionär. Manager ist jemand, der den Erfolg kontrolliert, get things done, sozusagen dranbleibt. Und ich glaube, je nach Ausprägung brauchst du das eine als auch das andere. Persönlich fühle ich mich eher inspiriert, wenn ich diese Leader-Führungspersönlichkeit habe. Aber aus der täglichen Arbeit gesprochen, musst du natürlich auch Managementqualitäten haben. Also du musst Projekte nachhalten können, etc. Aber ich glaube, je nach Unternehmen und auch je nach Lebenszyklus, in dem du dich gerade befindest, ist mal die eine oder die andere Fraktion eher gefragt. Mhm. Oder die Eigenschaft eher gefragt. Herr Mödinger, Sie haben genickt, genau. Also, was wäre, wenn wir mal drüber nachdenken, dass jeder Mitarbeiter ein Leader wäre? Ja. Das wäre doch schön. Wäre ein gutes Gefühl, gute Vorstellung. Jeder ist eigentlich geboren mit unbegrenzten Ressourcen, Dinge zu lösen, als Mensch, als Person. Und wir knechten den immer, indem wir immer nur auf das Defizit schauen. Wie weit ist er noch davon entfernt? Also wenn wir jetzt mal den Blickwinkel ändern würden, würden wir sagen, eigentlich sind es ja alle Leaders, wir müssen sie nur zulassen, dann hätten wir doch eine große Chance. Jetzt kann das nicht willkürlich passieren. Ich mache die Erfahrung an meiner Hochschule, an meinem Institut, was ich leite, dass wir einfach eine Begleitung brauchen, ein Coaching. Gegenseitiges Coaching. Ich kenne Konzepte, wo zum Beispiel Masterstudenten, Bachelorstudenten in ihrer Karriereentwicklung coachen, professionell coachen, aber auch unter Führungskräfte bzw. mit Führungskräfte und mit den Teilnehmern selber. Vielleicht kann ich mal ein Beispiel geben, wie das so im Konkreten aussieht, dieses Thema Coaching, die Begleitung, die Ressource entwickeln, die in jedem drinsteckt. Ich mache mit meinen Studenten eine Veranstaltung, nennt sich Responsible Management, und wir lassen gegenseitig uns selbst Kompetenzen einschätzen, und eine Kompetenz ist eben, wie gehe ich mit Wissen um? Und einer meiner Studenten hatte angekreuzt, er hat das Gefühl, nicht genügend zu wissen. Und dann habe ich gedacht, der hat ein Turbo-Abi, der macht Bachelor, der macht im Grunde genommen x Projekte. Er war sehr stark im Schnitt beschäftigt, also im Filmschnitt, und hatte das Gefühl, ich weiß nicht genug. Vielleicht gibt es hier auch Studierende, die sagen, ich weiß nicht genug. Und jetzt sind wir ins Gespräch gekommen und haben gesagt, bitte, nicht nur Studierende? Genau, nicht nur Studierende sind in der Situation. Und jetzt, wie lösen wir das sozusagen? Ich habe dann diesen Studierenden einfach in die Gruppe mit hineingenommen und habe gesagt, jetzt stell dir mal vor, der Wim Wenders kommt auf dich zu und will einen Film mit dir machen. Und es ist das Jahr 2017, du hast den Film gemacht, du stehst auf dem roten Teppich neben Wim und jetzt kommt dein Name im Abspann. Wie fühlst du dich? Und dann sagt er plötzlich, ich fühle mich stolz. Und diese Energie, diese Ressource zu wecken, stolz zu sein auf das, was man weiß und nicht das Defizit zu sehen. Ich glaube, das ist die herausragende Anforderung an Führung heute. Mhm. Julian, du warst ja selber, hast die Marketinghorizonte organisiert im Jahr 2011 und bist jetzt eben Produktmanager, beschäftigst dich eben viel mit neuen Produkten, mit Innovationen, bist auch als Blogger unterwegs. Was, inwiefern ist für dich Führung und Markenführung oder die Führung von Innovationen ein Thema und was, inwieweit stellst du das jeden Tag fest, was brauchst du da für Kompetenzen, um genau das zu bringen? Ich glaube, vorhin fiel der Begriff T-shaped und vom Herrn Kirchgörg. Es geht darum, dass du tief in einer Materie bist, aber weit gefächert kommunizieren kannst. Und das ist in Zukunft eigentlich die Herausforderung. Nur, jetzt schmeiße ich nochmal ein bisschen Extreme mit in den Topf. Es geht eigentlich nicht mehr nur noch um T-shaped, sondern darum, wie führe ich vielleicht sogar Leute, wo ich gar nicht weiß, ist das eine Person. Beispiel Go Butler. Ich weiß nicht, wer es kennt. Wer kennt es nicht? Okay, einige. Es ist ein Tool, um vielleicht ein Assistant-Tool. So. Das heißt, ich kann eine SMS schicken, ich hätte gerne Pizza heute Abend und dann antwortet dir jemand, was denn für eine Pizza und so weiter und so fort. Und ich weiß, in dem Moment habe ich vielleicht das Gefühl, da ist eine Person dahinter, es könnte aber auch ein Algorithmus sein. Und das ist eigentlich der nächste Schritt, das, was interessant jetzt wird. Und da ist T-shaped, ist gut, ist wichtig, aber interessant ist es in Zukunft heraus, oder wirklich Leute führen zu können, wo man gar nicht weiß, ist es jetzt eine Person oder ist es ein Algorithmus. Weil wir immer mehr auch mit Algorithmen kommunizieren. Und das ist eigentlich so, das ist
eigentlich unsere nächste Herausforderung. Also in, ich weiß es gar nicht mehr, wo es jetzt war, in China wurde jetzt der erste Computer mit in den Vorstand genommen, beziehungsweise ein Algorithmus. Mhm. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das ist der nächste Schritt. Okay. Alexander, du als Markenstratege, stimmst du dem zu? Jetzt pauschal ja oder pauschal nein? Also ich glaube, wenn wir über Führung reden, dann ist das ein sehr, sehr deutsches Phänomen. Ich merke, also Jan hatte gerade gesagt, im amerikanischen Kontext ist es was komplett anderes. Also ich glaube, Führung ist in erster Linie eine Haltung, und da haben wir jetzt gerade in der Digitalen, glaube ich, was ganz interessant ist, dass wir als Deutsche in so eine unkomfortable Situation kommen, mit Unsicherheit umzugehen, mit Versagen umzugehen. Da sind wir ja sehr, sehr deutsch geprägt. Alles, was unsicher ist, wollen wir nicht machen. Deswegen gibt es ja auch keinen Mut, deswegen gibt es ja auch keine Leute, die vorausgehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolglos ist, wesentlich größer ist, als dass man erfolgreich ist. Führt dazu, dass man komplett geblockt ist. Ich glaube, das haben Softwareunternehmen, digitale Unternehmen uns voraus, dass sie Scheitern zulassen und wie schon gesagt wurde, Scheitern was Positives ist, weil es mir nämlich eine Lernchance gibt. Und ich glaube, in dem Moment, wo Führung darauf aus ist, dass wir gemeinsam stolz sind auf Sachen, die wir gemeinsam tun, dann entfacht das genau diese positive Energie, die wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Das heißt, als Führungsperson muss ich auch lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Es wurde gerade gesagt, die Alten können es nicht, die Jungen wollen es nicht. Es ist eine Frage, wann ist man alt, wann ist man jung, aber ich glaube, vielleicht so in der Mitte sind wir hier überwiegend, um beides zu verstehen. Bedeutet, ich muss loslassen können, ich muss Versagen nicht als Versagen deutsch interpretieren, sondern als Lernmöglichkeit verstehen und eben mit diesem Constant-Beta-Mindset, der in der Softwareentwicklung völlig selbstverständlich ist, das auch auf so eine deutsche Managementkultur übertragen. Da haben Amerikaner, Asiaten bedingt, wesentlich weniger Schwierigkeiten mit und stehen ganz schnell wieder auf und können dann positiv vorangehen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Marken auszeichnet. Marken haben genau diese positive Kraft. Es wurde gerade, ich habe nur den einen Vortrag gehört, so wir kommen weg von der Markenstrategie. Ich glaube, es ist genau andersrum, weil Marken nämlich genau diese Kraft entfalten können, das Große aufzuzeigen, das Attraktive auszuzeigen, Identifikation schaffen, dass wir stolz sind. Herr Kemper, Sie sind sehr stolz, für Microsoft zu arbeiten. Das ist eine ganz tolle Marke. Und das ist für mich der Beweis dafür, dass wenn wir an etwas glauben, wenn wir gemeinsam an einer Sache arbeiten, mit allen positiven, negativen Aspekten, dann wird Führung möglich, dann wird es erstrebenswert und dann werden wahrscheinlich auch in einigen Monaten bei einer gleichen Studie mehr Leute sagen, das finde ich toll, Führung ist möglich und ich muss nicht alles overengineeren, ich muss nicht perfekt sein. Und wenn man das jetzt, ach genau, Melina, wolltest du was dazu sagen? Ich will gern. Ja, ich wollte da noch gerade mal anknüpfen. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum eben die Alten nicht können und die Jungen noch nicht wollen, weil wir uns gerade in dieser Transition-Phase befinden, wo eben noch nicht alle Unternehmen so denken wie Microsoft und flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte wirklich auch vorgeben. Das hört man immer mehr, vor allem im digitalen Bereich. Aber wenn man jetzt mehr zu klassischen Unternehmen oder Branchen guckt, die eben nicht so digital strukturiert sind, da sind die Möglichkeiten oder die Tools noch nicht so umgesetzt. Aber die Generation, das sind ja die gleichen Leute, die auch in die traditionellen Unternehmen jetzt einsteigen. Das heißt, es sind vielleicht noch, es muss noch etwas geschehen, damit die Jungen merken, ah okay, mit und mit, wir bekommen mehr Responsibility, wir bekommen mehr mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, also genau, Verantwortung und so weiter, man wird da so hingeführt. Das heißt, ich glaube, dass auch eines der Elemente, was eben in der Zukunft oder auch jetzt schon teilweise in diesen Führungs- oder Arbeitswelten neu ist, ist eben, dass man von vornherein diese Flexibilität anzubieten, muss es ein zielgerichteteres Arbeiten sein. Das heißt, man bekommt schon als relativ Junior-Mensch bestimmte Ziele vorgesteckt und wird nicht mehr so kontrolliert. Dann, wenn man das mal ein paar Jahre gemacht hat, wird es relativ natürlich sein,
wenn man denn dann so gestrickt ist, dann auch eine Führungsposition da so reinzurutschen, weil man schon von früh an gelernt hat, mit solchen Zielen umzugehen. Aber ich glaube, dass man da hereinrutschen wird. Genau, ich hätte noch gefragt, wer sind denn sozusagen diese Treiber dieses, wer im Unternehmen, in der Organisation sind die Treiber dieses Change-Prozesses, der ja da passiert, der auch passieren muss. Viele, gerade traditionelle Unternehmen, die stehen unter einem gewissen Druck auch, weil digitale Unternehmen wie Pinterest da im Endeffekt auch vorbeiziehen. Würdest du mir da zustimmen? Ja und nein, aber nochmal, bevor ich deine Frage wieder beantworte, ich glaube, was ein Konzept ist, womit wir uns als Deutsche nicht so leicht tun, und ich habe das jetzt in den letzten 12 Monaten auch wieder irgendwie erlebt, wir sind halt doch immer noch sehr von so einem hierarchischen Führungsverständnis geprägt. Und also ich sag mal, Matrix-Organisation oder vor allem sogar weg von der Matrix hin zu so einem flexibel fachlichen Führungskonstrukt, da tun wir uns echt schwer mit. Also mein direkter Chef ist jetzt immer noch derselbe, aber quasi dessen Chef und damit quasi noch mehr determinierend der Gesamtkonstruktion habe ich jetzt den dritten innerhalb von 12 Monaten. Was daran liegt, dass wir uns auch immer nach Gegebenheiten und gerade relevanten Top-Prioritäten auch umorganisieren. Und wenn du das in Deutschland machen würdest, dann wäre, glaube ich, der Laden erstmal für ein Jahr gelähmt, weil alle versuchen erstmal zu verstehen, was heißt denn das jetzt, wo bin ich denn jetzt aufgehängt? Und die Amis sind da so, ja, scheißegal, komm hier, ab morgen ist Gene jetzt hier, the man. Und alle sagen, yo, Gene, alles klar. Und es ist auch egal, ob du jetzt irgendwie, wie alt du bist, was du vorher gemacht hast, sondern es zählt eigentlich nur, es gibt eine Teamkonstruktion, in der kann sogar quasi der hierarchisch Niedrigste auf einmal fachlich führend der Leader sein, weil es genau die Skills, weil er die Skills hat, die jetzt gerade gebraucht werden. Und das kann sein, dass wir in 4 Monaten wieder eine völlig andere Konstruktion haben, weil eine ganz andere Challenge da ist, die irgendwie gelöst werden muss. Und das ist halt für unser deutsches Führungsverständnis irgendwie total schwierig, weil es ist halt so, Chef und Chef irgendwie hat dann irgendwie was gesagt und danach orientiert man sich ja auch. Und sich immer auch nach quasi von Rangniedrigeren was sagen zu lassen und das total gut zu finden, weil es dich ja weiterbringt im Endeffekt, ist halt auch etwas, was man erstmal irgendwie verdauen muss. Und das bringt halt auch so eine gelernte Kultur und gelernte, auch so nonverbale Kommunikation, so nicht niedergeschriebene Richtlinien, die haben ja alle was damit zu tun, wie so eine Führungskonstruktion funktioniert. Und da muss man sich erstmal zurechtfinden. Herr Mönniger? Ja, genau. Das Punktesystem gilt natürlich weiterhin. Sie haben gerade gesagt, man rutscht da jetzt so genau, also gerade so rein durch die digitale Wirtschaft und Führungskulturen und so weiter. Ich würde für 2 Dinge plädieren. Ich würde plädieren, dass man alte Zöpfe abschneidet. Der Führungsbegriff ist eigentlich etwas, wo aus dem letzten Jahrhundert kommt. Wir alle wissen das, der aus der Kriegskultur und aus dem Kriegs- und strategischen Thema kommt. Führen wir heute noch Kriege? Brauchen wir noch den Führungsbegriff, so wie er besetzt ist, aus dem 19. Jahrhundert? Wir haben auch die digitale Technik abgeschafft, oder? Und haben die analoge Technik abgeschafft, so rum, genau. Ja. Entschuldigung. Also, genau, wo sind deine Worten? Also die Frage ist, warum können wir in diesen kulturellen, sozialen Verhaltensthemen nicht etwas abschaffen, was eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist? Weg von einem Führungsbegriff hin zu einem Begriff, der vielleicht Engagement heißt, Begleitung, Team, und dass wir uns gar nicht mehr an dem Thema Führung aufhängen, an dieser Begrifflichkeit, das ist für mich old, das ist für mich out, und ich würde gerne versuchen, einen neuen Begriff zu finden, der nicht mit diesem alten Thema Führung aus dem letzten Jahrhundert besetzt ist. Ich habe noch keine Antwort, sondern das ist das Zweite. Wir haben ja diese Initiative Zukunftsfähige Führung gegründet und wir versuchen einen Weg mit Young Professionals und mit älteren, erfahrenen Führungskräften. Und wir gehen rein und haben verschiedene Workshops oder auch Konferenzen wie die Ihre heute, und wir sagen, wir haben eigentlich keine Antwort, aber wir haben eine Frage. In welcher Welt möchtest du leben und was erwartest du von den Führungskräften, die dort führen? Und dann bringen wir die jungen Kreativen, die noch nicht wollen, und die alten Erfahrenen, die nicht können, zusammen und fragen einfach im Dialog, was ist eigentlich unsere Antwort auf die Zukunft? Wir haben nicht die Antwort,
sondern wir erarbeiten die gemeinsam im Dialog. Und das würde ich mir auch für die Unternehmen wünschen. Ich glaube, das ist ein Format, was wir auch im Unternehmen machen können. Das sind so Dinge, wir nennen das umgekehrter Dialog oder Reversed Mentoring. Und ich glaube, solche Techniken ganz einfach im Unternehmen einzuführen, dass man voneinander lernt, die nachwuchsführenden Kräfte mit ihrer Kreativität und die Erfahrenen und daraus eine neue, sage ich es wieder, Führung schafft, Führungsmodelle schafft, das wäre mein Wunsch. Ganz kurz, Stichwort Dialog, ich würde es nämlich gerne mal aufgreifen und hier auch mal die Möglichkeit geben, dass aus dem Publikum auch mal Fragen oder vielleicht auch Anregungen kommen können. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge verschiedener Anregungen gehört. Gibt es denn Fragen, Anregungen, Beteiligung? Da hinten? Wo sind die Microphone Runner? Hört man mich? Ja. Ich wollte fragen, wenn man eben diese beiden Seiten zusammenbringen will, also etablierte Unternehmen, etablierte Hierarchien und eben die jüngere Seite, wenn man so ein ganz plakatives Beispiel nimmt, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Berater für Versicherung und die Versicherungen sind gerade irgendwie dabei, Konkurrenz im Vertrieb zu bekommen durch Apps, die für einen den Versicherungsabschluss regeln. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine deutsche Versicherung nimmt, die ja vielleicht jetzt nicht wirklich, was Digitalisierung angeht, auf dem neuesten Stand sind, woraus, aus welcher Position wird jetzt dieser Dialog zwischen diesen neuen Dingen, die wir haben, und eben den alteingesessenen Hierarchien und Strukturen in Gang gesetzt? Also woher soll die Veränderung im Unternehmen kommen? Wer hat da die Rolle? Das ist ganz einfach, von den Ressourcen, von den Potenzialen, die im Grunde genommen im Blick auf die Veränderung der Zukunft liegen. Die Jungen haben die Kreativität, die können ganz einfach mit den neuen Apps und so weiter umgehen, auch in der Versicherungsbranche, aber die Alten haben Erfahrung, Menschenkenntnis. Und wenn wir das jetzt nicht gegeneinander ausspielen, wieder nicht Defizite aufbauen, sondern im Grunde genommen Gemeinsamkeiten, dann finden wir gemeinsame Lösungen, die in der Zukunft liegen. Also für mich ist es die Ressource und ich erlebe das in vielen, vielen anderen Reverse-Mentoring-Projekten in der Industrie, dass junge Absolventen reinkommen, Social Media erklären, erfahrenen Führungskräften, die erfahrene Führungskraft im Grunde genommen einfach Wege ebnet. Der Dialog macht es. Der ist im Grunde genommen die Ressource, dass man sozusagen transparent, dass man offen, ehrlich miteinander umgeht. Und ich würde die Alten nicht abschreiben. Die haben Menschenkenntnis, die haben Erfahrung, die sind alte Füchse. Warum soll ich die im Grunde mit ihrem Erfahrungswissen abschreiben und nur die Junge ranlassen? Es kommt auf den Dialog, auf das Miteinander an. Wie kann man diesen Dialog vorantreiben? Auch ganz einfach. Wir stellen Fragen und antworten nicht. Also wir stellen zuerst die Frage, also wir können nicht in ein Podium rein und sagen, ich habe die Antwort, jetzt könnt ihr fragen, sondern wir stellen einfach einen Workshop her und fragen gemeinsam nochmal die Wiederholung. Also wie stellt ihr euch die Zukunft vor, im Vertrieb, in der Versicherung oder sonst wo? Und wie werdet ihr im Grunde genommen Lösungen suchen im Dialog mit der nachwuchsfolgenden Generation und mit der erfahrenen Generation? Ich mache zurzeit ein Projekt mit den krankenärztlichen Versicherungen, den KV. Die hatten ein Monopol, wunderbar. Heute ist das Monopol mit den Abrechnungen der niedergelassenen Ärzte aufgehoben. Es gibt private niedergelassene Ärzte. Wir sind heute in Diskussionen mit großen Weltwirtschaftszentren, TTIP. Und wir sind in der Diskussion, was passiert eigentlich, wenn Inder oder Amerikaner darauf kommen, eine Abrechnung von einem niedergelassenen Arzt online zu machen, wie Uber. Was passiert dann mit der Masse an Kunden, die die KV hat? 11 Millionen. Groß sein ist nicht alles, sondern im Grunde genommen die Fähigkeit zu sein, sich anzupassen an Entwicklungen, das ist im Grunde genommen das Entscheidende. Weitere Fragen? Genau, gerne. Die zwei. Funktioniert nicht. Einmal die zwei. Wunderbar. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Ich würde gerne einen Begriff in die Runde werfen. Sie haben vorhin gesagt, die Alten können es nicht, die Jungen wollen nicht. Und selber gesagt, sie haben noch keine Lösung. Ich würde einen Begriff bei den ganzen Chiefs, die es gibt, Chief Marketing Officer, hier in die Runde werfen. Der heißt Chief Respect Officer. Ich persönlich glaube,
dass unabhängig von analogen Geschäftsmodellen, digitalen Geschäftsmodellen, dem Lebensalter eines Mitarbeiters, eines Managers, einer Führungskraft, um den Begriff zu benutzen, das Thema respektvoller Dialog, gemeinsame Entwicklung von Ideen, extrem wichtig ist. Und das ist unabhängig von irgendwelchen Altersgrenzen die Grundsubstanz, von der ich glaube, dass sie Fortschritt in jeder Company ermöglicht. Vielen Dank. Eine Anmerkung. Der Respektbegriff ist ein ganz interessanter, weil wir dann nämlich auch ganz unterschiedliche Antworten auf die Frage haben, was ist eigentlich Respekt? Und da kann ich mich an Dialoge mit Kollegen erinnern, die dann gesagt haben, ich arbeite hier seit 20 Jahren in einem Unternehmen und ich erwarte, dass die jungen Leute Respekt vor meiner Lebensleistung haben. Nicht vor meiner Lebensleistung, aber vor meiner Karriere, vor dem, was ich hier erreicht habe. Und genau dort ist wieder der Knackpunkt, wo wir mit Begriffen wahrscheinlich nicht zum Ziel kommen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir wertorientiert denken. Werte ermöglichen ja genau diese präzise Unschärfe. Etwas, was Marken seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden, da werde ich nachher vom Dessert noch was zu sagen, ja genau geschafft haben, dass sie gar nicht so präzise sind, wie wir es eigentlich heute von Führung erwarten, als Deutsche. Wo wir sagen, okay, gib mir ein klares Ziel, sag mir, wie ich es erreiche und ich schaffe das. Wenn ich Glück habe, sag es mir nicht, wie ich es erreichen soll. Aber das klare Ziel bleibt. Und ich glaube, genau das muss der Führer heute anders leisten, weil er es gar nicht weiß, was das Ziel ist. Das wird sich im Prozess ergeben. Respekt ist absolut richtig, bedeutet aber auch wieder, dass ich eine Hierarchie in Frage stelle. Denn auch eine gezielte Respektlosigkeit. Also ich nenne mal ein konkretes Beispiel, wie wir eine Sache durchbrochen haben. Wir haben einfach ein Org-Chart nicht mehr an die Wand gehängt, weil nämlich die Leute gesagt haben, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich fragen muss, um etwas zu tun. Dann sind dann Kollegen, die kommen aus dem Ausland, die sagen ganz frech mit 20, don't ask for permission, ask for forgiveness. Und die führen halt automatisch. Also die gehen einfach einen Schritt voran und zeigen uns Deutschen, aus der Reservezone zu kommen. Und das ist ganz spannend, dass vielleicht ist das, weiß ich nicht, vielleicht ist es Teil des deutschen Bildungssystems, dass wir so trainiert sind zu funktionieren. So trainiert sind, keinen Fehler zu machen, nur so tief drin, da, solange wir uns nicht am eigenen Schopf da rausreißen, werden wir immer wieder in die gleichen deutschen Kulturfallen treten. Wenn ich einen Org-Chart an die Wand tue, dann gucken die deutschen Kollegen drauf, bei uns arbeiten 15 Nationen im Büro, wir sind also relativ durchgemischt, die Deutschen schauen sich alle einen Org-Chart an oder haben sich das angeschaut, den Ausländern war das vollkommen egal. Weil das für die überhaupt gar keine Entscheidungsdimension war. Die gehen auch nicht mit einem besonderen Respekt vor älteren Leuten, sondern die gehen ganz einfach, Dudeskultur, gehen hin, sagen, du, was du da gerade gemacht hast, fand ich echt blöd, so kannst du mit denen nicht umgehen. Und genau auch da wieder mit dieser Kritik umzugehen, nicht nur einer inhaltlichen, einer fachlichen Kritik, aber auch einer menschlichen Kritik, das ist die Basis, um überhaupt eine Respektskultur zu haben, um damit auch Fortschritt möglich zu machen. Genau, Jan, dich wollte ich sowieso gerne direkt fragen. Du wolltest was dazu sagen? Ja. Also zu dem, was Alex gesagt hat oder auch was Matthias gerade gesagt hat, ich glaube, was man wahrscheinlich im Kopf oder was man hinkriegen muss, ist den Shift von Lead zu Drive. Also Drive ist viel wichtiger. Und es ist total befreiend, ja auch für Führungskräfte, wenn nicht immer an sie die Erwartung gestellt wird, in allem alles zu wissen. Ja. Heute Morgen die Diskussion, es wird in Zukunft wahrscheinlich, der CMO wird nicht mehr alle Disziplinen komplett verstehen und beherrschen können. Das ist einfach so. Und es ist, glaube ich, total befreiend auch für diesen armen Menschen, wenn er irgendwann sagen kann, ey, ganz ehrlich, RTB, habe ich keine Ahnung von. Ja, hier ist der Kollege oder die Kollegin Müller, die hat jetzt hier das Wort, Abfahrt, ich ziehe mich da jetzt zurück. Und alle anderen, die entweder auf dem gleichen Hierarchie oder auf anderen Hierarchieleveln sind, für die ist das total okay und für diesen Menschen ist es total okay. Also weg von diesem Lead, was immer ja in unserem Kulturkreis immer was mit Hierarchie zu tun hat, hin zu einem Drive, was zu tun hat mit situativer und fachlich induzierter Führung. Mhm. Da war noch eine Frage, genau. Vielen Dank. Ja, ich würde an diesen Gedanken gerne anknüpfen, weil ich arbeite in einer Industrie, die ist sehr konservativ, das ist die chemische Industrie. Und ich habe in den letzten 10 Jahren gelernt, dass das eine Industrie ist, die sehr stark über klassische Führungsmechanismen, Incentive-Systeme, Zielvereinbarungen und so weiter und so fort funktioniert. Aber ich muss jetzt hier wirklich in dem Umfeld immer sagen, dass das, was ich wirklich über Führung gelernt habe und was für mich wirklich wichtig war und was mich aus meiner Sicht als Führungskraft erfolgreich macht, wirklich das ist, was ich bei MTP gelernt habe. Und da ist wirklich der Punkt, wirklich nicht nur den Kopf, sondern das Herz zu erreichen. Ich habe nämlich gelernt, dass diese ganzen traditionellen Führungsmechanismen
alle Strohfeuercharakter haben. Ich kann jemandem einen höheren Bonus geben, ich kann jemandem einen höheren Grade geben. Das ist dann was, was ihn kurzfristig zufriedenstellt. Aber wirklich erfolgreich bin ich dann, wenn ich die Herzen der Menschen anspreche und wenn ich es schaffe, über einen längeren Zeitraum hinweg Leute auf ein Ziel einzuschwören und die das wirklich leben zu lassen. Und wenn man so eine Veranstaltung wie hier organisiert, dann ist man darauf angewiesen, das so zu machen, weil man eben die Leute nicht, weil es freiwillig ist, weil man eben die Leute nicht mit einem größeren Bonus locken kann. Und wenn man das schafft und so eine Veranstaltung wie die hier auf die Beine stellt, dann schafft man das auch später erfolgreich in einem Unternehmen. Ja, aber. Vielen Dank. Ich glaube auch, dieses Thema der bei MTP Mitgliederführung, Mitarbeiterführung kann man eben auch auf die Markenführung, auf die Führung des Marketings übertragen. Und vielen Dank, der Name nochmal bitte. Markus Himmelsberger. Der Name sagt mir was, jetzt habe ich auch ein Gesicht dazu. Perfekt. Ach genau, Alexander, wenn du gerne... Dazu würde ich gerne was sagen. Die chemische Industrie, die du gerade angesprochen hast, hat ja wahrscheinlich eine sehr deutsche Führungskultur. Aber auch die deutschen ingenieursgetriebenen chemischen Unternehmen lernen ja langsam, dass sie da Aufholbedarf haben. Und wenn genau diese vielleicht sogar über 100.000 Leute, die in dieser Organisation arbeiten, sich morgens die Frage beantworten können, warum tue ich das eigentlich? Und dass der Sinn des Ganzen größer ist als der Unternehmenszweck, dann beginnt so etwas wie Stolz. Dann merke ich auf einmal, dass chemische Industrie vielleicht der Rückgrat unserer Gesellschaft ist, ganz, ganz viele positive Aspekte hat, genauso kritisch natürlich mit den Negativen umgeht. Und daraus entwickelt sich dann genau diese innere Energie des Unternehmens, die 100.000 Menschen innerhalb der Organisation und außerhalb der Organisation wirklich stolz macht. Und das Spannende, und du hast es gerade angesprochen, diese Kraft ist viel, viel wertvoller als all das Geld, was man in den Taschen hat. Wenn man es gut macht, wird das Geld dadurch natürlich noch mehr. Viele, viele junge Startups zeigen das, denn das ist das, was Leute wirklich wollen. Das haben wir so ein Stück weit verlernt. Da sind andere Kulturen wieder vielleicht ein bisschen fortschrittlicher, was ein modernes Wertesystem angeht. Wir sind ja ein Stück weit degeneriert, also wir sind ja konsumdegeneriert und haben ganz vergessen, worum es im Leben eigentlich geht. Auch da, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die gerade einen Praktikumsplatz suchen, die ihren ersten Job suchen, die fragen mich, was kann ich lernen? In Deutschland fragen sie, welche Karrieremöglichkeiten gibt es? Und das zeigt, wo das Problem ist. Und das zeigt, wo dieses Paradoxon ist, was wir auflösen müssen, was Führung einerseits kann, aber jede Generation, jede Kultur hat natürlich auch nur die Führung, die sie verdient. Und so ist es sicher ein beidseitiges Spiel, einfordern zu scheitern, einfordern zu lernen, aber auch dafür Verantwortung zu übernehmen. Und das vermisse ich ein Stück weit an vielen, auch jungen Leuten, zu denen ich ja auch gehöre. Auf der einen Seite eine lange Wunschliste, auf der anderen Seite aber nicht den Mut, wirklich für etwas einzustehen. Es gibt Gott sei Dank ausreichend gute Leute, das sind die guten Leute, die dann auch zu Microsoft und zu uns allen kommen sollen. Sie sind aber noch in der Minderheit und das entscheidet jeder für sich selbst. Möchte er führen, möchte er die Zukunft gestalten, möchte er stolz auf die Arbeit sein oder möchte er einfach nur einen Job machen? Ja. Jetzt reden wir viel über Führung, aber entkoppelt von Marketing eigentlich. Darauf wollte ich auch. Und da gibt es auch einen Konsens, es geht um Zuhören, es geht um Respekt. Im Prinzip genau das Gleiche, was die Marketer in Zukunft auch machen sollten. Das heißt, die These wäre doch dann die, dass die Marketer eigentlich die perfekten Führungskräfte wären, oder? Also Frage, gibt es da was dagegen? Nee. Gute Frage. Ja. Möchte dazu jemand aus dem Publikum was sagen oder noch mal Fragen stellen? Ja, wenn Sie von Drive und von gemeinsamen Visionen schaffen reden, ist es dann nicht so, dass wir mittlerweile uns die Frage stellen müssten, ob das Wort Führung an sich überhaupt noch eine Rolle spielt oder ob das mehr in Richtung Shared Leadership in einem Team führt und dass jeder, wie auch schon von Ihnen angesprochen zuvor, eine Art Leaderfunktion im Team übernommen sollte und diese komplette Führungsgedanke damit eigentlich ausradiert wird in Zukunft? Also wir sind ja bei MTP zwischen Theorie und Praxis. Ich glaube, dass es die Diskussion ganz viel Theorie beinhaltet. Denn wenn wir morgens aufstehen und im Büro sind und was machen, dann stellen wir uns keine Führungsfrage, sondern dann ist es genau die Drive-Frage, was wollen wir erreichen, wie wollen wir es gemeinsam erreichen. Und
die Führung ist, glaube ich, nicht so sehr der Antrieb. Das Marketing hat jetzt ja genau die Funktion, die Form, wie sich unsere Welt verändert hat, besonders die Interaktion, wie wir mit unserer Welt kommunizieren, als Markenhersteller, als Produzent von LKWs, von chemischen Produkten, was auch immer. Und da, glaube ich, müssen wir verstehen, dass alte gelernte Führungsmechanismen nicht greifen und das Marketing einfach auch eine Zielvorgabe verändern muss, ein anderes Verständnis von der Interaktion mit Zielgruppen entwickeln muss. Und da kann Marketing und muss Marketing absolut die strategische Schnittstelle sein und der Impulsgeber, um damit auch automatisch die Führung zu durchbrechen. Denn die Führung, so wie wir sie heute diskutieren, läuft am Ende immer wieder auf eine Hierarchie hinaus. Aber wir müssen halt akzeptieren, dass so wie wir vor 10 Jahren Geschäfte gemacht haben, wir in 10 Jahren keine Geschäfte mehr machen werden, einfach allein dadurch, dass sich unsere Interaktion komplett verändert hat. Damit wird automatisch jede Entscheidung in dem Unternehmen über den Haufen geworfen und jede Form, wie diese Entscheidungen errungen werden, über den Haufen geworfen. Und genau, die Frage zielt ja auch darauf ab, was Sie ja eigentlich auch schon gesagt haben, Herr Professor Mödinger, eben das Ziel, auch eine neue Begrifflichkeit zu finden, irgendwie eine neue Rolle der Führungskraft zu definieren und auch die anderen Sachen, die wir gesammelt haben, das hatte Herr Thilo Schotte heute in seinem Vortrag sehr, sehr schön beschrieben, das Thema Vielfalt managen. Das ist im Prinzip einfach unterschiedlichste Generationen, unterschiedlichste Fachbereiche zusammenkommen und genau davon die Organisation auch profitieren kann und die Führungskraft oder im Prinzip derjenige, dessen Namen wir noch gemeinsam erarbeiten, dann letztendlich auch der Manager dieser Vielfalt ist. Ich fand halt aber auch nochmal die Frage ganz spannend, ist sozusagen der Marketer die Führungskraft, die perfekte Führungskraft oder welche Rolle spielt halt Marketing überhaupt für das Thema Führung einer Organisation oder es führt Marketing in Zukunft? Wir nähern uns aber zeitlich auch langsam dem Ende der Diskussion. Ich wollte Sie aber nicht unterbrechen. Wollten Sie dazu noch was sagen? Ja, ich wollte einfach nochmal aus meiner Sicht, wie ich es wahrnehme, sozusagen sagen, dass wir eigentlich gerade momentan in so einer Sortierungsphase sind mit dem Thema zukunftsfähige Führung. Wir sind jetzt 15 Jahre im nächsten Jahrhundert und die Frage ist, wie gehen wir mit Führung um, mit alten Führungsstilen, ist eigentlich erst jetzt im Werden, in der Diskussion. Und ein Begriff, der für mich wichtig geworden ist, ich weiß nicht, ob der Begriff VUCA schon mal gefallen ist, ob das ein wichtiges Thema ist. Also einfach die Zukunft ist nicht mehr planbar. Die Zukunft ist unsicher. Diese Idee, dass man im Grunde genommen einfach sagt, sie ist volatil, also sich dreht sich, sie ist unsicher, sie ist komplex und sie ist widersprüchlich. Das ist für mich eine großartige Analyse, einfach zu sagen, niemand von uns kennt die Zukunft. Die Zukunft hat man vielleicht früher vielleicht genau analysiert mit allen möglichen Methoden. Aber heute kann alles passieren, ob mit dem Kunde, ob mit der Führung bei VW oder sonst wo, mit den Werten. Und also müssen wir uns auf die Suche machen, wer die Zukunft eigentlich gestalten kann. Das können nur wir sein, das können nur Mitarbeiter sein, Kunden, Lieferanten, die Führungskräfte im Unternehmen. Und ich glaube, weiterzukommen und wenn wir uns in 5 Jahren mal wieder zum Kongress treffen und sagen, was ist zukunftsfähige Führung? Und wir haben den Dialog aktiviert, dann haben wir auch eine Lösung, wie wir im Grunde genommen in Zukunft dann auch führen können. Möchte noch jemand was den zukünftigen Führungskräften, die hier im Raum sitzen, mit auf den Weg geben an dieser Stelle? Melina. Gerne. Um kurz an die Diskussion vorhin anzuknüpfen. Ich glaube, habt keine Angst davor. Also man muss nicht, wie eben schon in der Podiumsdiskussion abgefragt wurde, 100.000 Praktika machen und so weiter, um erfolgreich zu sein. Es gibt andere Wege. Und wenn man denn dann in eine Situation kommen sollte und man gefragt wird, hey, möchtest du die Führungsposition des Teams oder die Leitung des Teams dann übernehmen? Ich glaube, das wird dann in der Zukunft schon der richtige Zeitpunkt sein. Bis dahin ist noch wahrscheinlich ein Weg bis dahin, wo man Erfahrung sammeln kann. Also selbst wenn die Umfrage heute, jetzt bei euch, die noch studieren, so ausgefallen ist, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Vielen Dank. Gut, dann würde ich hier auch erstmal einen Abschluss machen. Ganz lieben Dank.
für die Diskussion. Ich glaube, hier wurden erstmal ganz spannende Ansätze erarbeitet, die auf jeden Fall eine weitere Diskussion bedürfen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es auch noch im Laufe des heutigen Tages dazu kommt und natürlich dann auch morgen in den Workshops. Ja. Das ganze Thema des Annehmens von neuen Situationen, von ungewohnten Situationen, und da bin ich dir, lieber Wilfried, ja sehr dankbar, dass du das noch aufs Tapet gebracht hast, das gilt auch für so eine Veranstaltung. Wenn man seinen Zeitplan um eine Viertelstunde unterschreitet, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit für viele tolle Gespräche bei einem Stück Kuchen, bei einer Tasse Kaffee. Und ich würde sagen, freuen Sie sich drauf. In 35 Minuten geht es hier weiter. Dankeschön, nochmal einen Riesenapplaus.